Ja, ich denke, wir haben am Dienstag die letzte Chance, alles wieder gut zu machen. Real Madrid hat im Bernabéu schon die eine oder andere magische Nacht, speziell im Europapokal, hinter sich. Und ja, wir versuchen uns einfach auch in diese Reihe mit einzugliedern und versuchen einfach, ja, alles Mögliche aus uns rauszuholen. Ja, ich denke, dass das alles nichts hilft, dass wir versuchen müssen, uns von Anfang an mit hundertprozentiger Überzeugung zu unterstützen. Ja, das machen sie eh immer, ja, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Madridistas uns auch in diesem Spiel, ja, nach vorne peitschen werden. Ich denke, man muss natürlich versuchen, schnell das ein oder andere Tor zu erzielen, aber man darf auch gleichzeitig nicht kopflos sein. Ich denke mal, ein gesunder Mittelweg wird sehr, sehr wichtig sein. Ich denke mal, das ist in jedem Spiel, speziell im Europapokal, in der Champions League, unheimlich wichtig, kein Gegentor zu bekommen. Deswegen müssen wir wirklich auch schauen, dass wir eine konzentrierte, kontrollierte Offensive haben, aber genauso auch hinten, sag ich mal, stabil stehen und ja, versuchen, die Zweikämpfe dort auch frühzeitig zu gewinnen. Cristiano ist ein Top-Profi, genauso wie alle anderen auch. Aber speziell ihn und seine Tore brauchen wir auch am Dienstag. Und ja, wir hoffen, dass wir als Mannschaft wirklich eine sehr, sehr gute Leistung abrufen können. Ja, ich glaube, dass das vor heimischem Publikum wir uns einfach noch sicherer fühlen. Auch mit unseren Fans im Rücken haben wir einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir spielen mit einer großen Selbstverständlichkeit und ja, versuchen am Dienstag, ich glaube, dass wir auch am Dienstag ein sehr, sehr gutes Spiel wieder abrufen können. Aber wie gesagt, das wird eine schwere Aufgabe. Dort reicht es nicht einfach nur zu gewinnen mit einem Unterschied, sondern wir müssen wirklich was Großartiges leisten. Was heißt speziell? Ich kenne sie mittlerweile sehr, sehr gut. Sind großartige Fußballspieler, gute Typen. Aber am Dienstag zählt es nicht, ob wir in der Nationalmannschaft mit ihnen spielen oder nicht. Ich glaube, es ist nicht angemessen, vom 25. Mai zu sprechen. Es ist angemessen, an Dienstag zu denken. Daran denke ich, sag ich mal, das Hinspielergebnis wieder wettzumachen und an nichts anderes.